Hallo liebe Fußballfreunde, liebe Community und herzlich willkommen zurück hier zu der FIFA 20 Karriere mit dem SV Werder Bremen. So, in der Folge machen wir jetzt schon mal eine Kaderanalyse. Wird nächste Saison verkauft, genauso wie auch Vollert. Ich denke, das ist vollkommen klar. Haben wir diese zwei abzählen, haben wir 30 Spieler. Okay, die zwei müssen wir auch noch abzählen. Haben wir 28. So. Ab. Hat noch 4 Jahre Vertrag. Sergeant 5, aber ihr seht die Rolle. Wir haben mit ihm verlängert. Ja, Haaland und David sind unverkäuflich. So in dem Sinne, sage ich jetzt mal. Und Ab ist also die Rotation. Sergeant will halt eine wichtige Rolle. Außer wir setzen ihn halt rechts ein. Müssen wir noch überlegen. Und deswegen, Eggestein soll auf jeden Fall weg. Ist ja auch auf der Liste. Rashica bleibt natürlich. So, die beiden weg. Grafenberg, Eggestein, Weber, Dietrich, Ferreira, Milot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vollkommen in Ordnung, weil wir Eggestein, Ferreira so haben. Ferreira noch so sporadisch, aber... ist vollkommen in Ordnung. Saka weg. Tonali, Sanz, Grujic. 3-6er. Höver, Henrichs weg. Vogt bleibt. Obwohl er natürlich schon etwas älter ist. Aber ich sag mal, das geht noch. Veljkovic aber weg. Saliba bleibt natürlich. Godfrey ist auf der Liste. Und Groß ist auf der Liste. Und noch Pavlenka. Ja. Die Frage ist natürlich... wen holen wir als Ersatz? Beim Torwart, da habe ich eine klare Meinung, wen ich haben will. Nämlich Alban Lafont. Ausgeliehen an Nantes oder Nantes von Florenz. In Verteidigung ist halt dann interessant. Da brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der auch Potenzial hat. Natürlich müssen wir jetzt dazu rechnen, von jetzt aus, also von Realität, wie alt die Spieler sind. Natürlich sind dann schon hier manche Spieler älter. Ein Endicker ist zum Beispiel ein interessanter Spieler. So, den sehe ich aber dann nicht als Innenverteidiger. Vielleicht, wenn wir sonst noch bis 24. So, Ampadu ist zwar ein aufregender Mann, aber ich glaube, der hat nicht so ein großes Potenzial. Hingegen aber zu einem, ich weiß halt nicht, ob er noch spielt, in der Ligue 1. Nee. Und zwar Kamara habe ich gerade gesucht. Gucken wir mal in der Bundesliga. Vielleicht finden wir bei der Konkurrenz irgendwie einen interessanten. Konate, sehr, sehr interessanter. Genauso auch wie ein Upamecano. Ist verliehen. Und die Form ist schlecht. Würde vielleicht... wir gucken jetzt halt nur in den Top-Ligen. Darf man auch nicht vergessen. Natürlich gibt es auch, ich sag mal, gute Spieler mit einem guten Potenzial in anderen Ligen. Ja, okay. Niederländische Liga ist zwar jetzt nicht. Den würde ich irgendwie gern buchen. Ich weiß nicht warum. So rein vom Feeling her. Mal gucken. Ja, okay. Ja, dieser Alvarez von Ajax. Ist jetzt nicht so schlecht, aber ist jetzt halt auch nicht so gut. Ich denke, das ist eine sehr gute Beschreibung davon. Gucken wir doch jetzt mal hier in der Serie A. Ja. Das wäre natürlich schon ein Trauminverteidiger. Für die Zukunft auf jeden Fall. Nein, so hier.
Avazin, ein großes Talent, ist jetzt aber nicht mehr so vom Potenzial her. Ah, Friedel, hier kommt das später beim SC Prager. Es gibt aber hier einen, der spielt hier aber nicht mehr. Ruben Dias halt, von Benfica. Aber ich glaube, der hat jetzt nicht so ein hohes Potenzial. Und dann sind wir halt noch jetzt hier in der. Ah, da spielt Ruben Dias also. In der spanischen Liga. Da ist der Camara, von dem ich gesprochen habe. Eder Militao, sehr interessant. Genauso auch wie dieser Koundé. Mal gucken. Und das wäre halt so auch ein Kandidat. Todibo. Sehr, sehr cooler Typ. So, das heißt Tor und Innenverteidigung haben wir. Kommen wir mal zur Rechtsverteidigung. Stimmt, ist ja hier Anfang. Fangen wir hier an. Weil die Spieler oder der Spieler, der dann jetzt kommt, als Stammrechtsver muss schnell sein. So, da haben wir gerade in der spanischen Liga keinen gehabt. Gucken wir doch mal in England. Da haben wir einen Reece James. Aber, da haben wir einen Mähle. Ja. Da haben wir einen Wan-Bissaka. Den packe ich mir mal auf die Liste. Gucken wir mal in Frankreich. Da haben wir Max Aarons. Aber hier ist halt auch noch ein anderer echt geiler Rechtsverteidiger. Der heißt Aguilar. Den hatten wir, glaube ich, auch mal auf der Liste. Trent Arnold. Mit der beste Rechtsverteidiger eigentlich im Spiel. Zeigt großes Potenzial. Ja, wollen wir mal beobachten. Na, der nicht. Gucken wir mal. Da ist dieser Montiel, genau. Und Masraoui. Ja, komm, dann kann ich doch von denen echt. Trent Alexander Arnold holen. Ja, Tietze von Eindhoven ist halt nicht so gut. Ne, der ist halt gar nicht gut. Boah, ey. Hier ist wirklich keiner. Ja, Klostermann, aber der hat ja jetzt nicht so ein gutes Potenzial, muss man ja mal sagen. Und dann haben wir jetzt noch Liganovs. Na, der wechselt schon zu AS Rom. Ja, Rechtsverteidigung haben wir jetzt nicht so irgendwie große Möglichkeiten. Ist halt noch interessant. Rechter Flügel. Fangen wir jetzt mal in Portugal an. Der ist nicht gut. Mal gucken. Ich habe ja so gesagt, so in etwa ja, wie lang die Folge geht. Deswegen, das gucken wir jetzt nochmal. Und dann linker Flügel habe ich ja schon so einen. Ja, also Ousmane Dembélé wäre natürlich ein Traum. Aber, natürlich erstmal auch schwer zu finanzieren. Gucken wir mal. Na, da ist er. Aber den habe ich mir für links vorgesehen. Dann würde ich ihn ja rechts sonst als Stammspieler holen. Hudson-Odoi. So ein geiler Typ. So ein geiler Typ. Und durch die Abgänge und dann so also, haben wir, denke ich, auch echt gut Geld für neue Spieler. Also das auf jeden Fall. Na, das heißt, die dann doch rechts Stammspieler sein. Das heißt, links bräuchte ich halt dann einen neuen. Da müsste ich dann halt gucken. Oh, Bergwijn. Auch sehr, sehr interessanter Spieler sind es für rechts.
Dann haben wir jetzt noch eben die Serie A. Gucken wir mal, ja, Chiesa, aber ja. Nee, also Serie A ist dann Mangelware irgendwie so, wenn es darum geht. Und dann gucken wir jetzt nochmal linken Flügel. Stelle ich sonst auch gern eine Altersstufe runter. Weil da brauchen wir jetzt halt Ersatz. Also jetzt dann, ja, wir warten mal. Ja, Cabral. Nee. Ich weiß, dass Cabral schnell ist, aber Galeno genauso. Ich suche doch mal lieber bis 23, glaube ich, ist besser. Hiroki. Oh. Aber der und auch der wären halt nicht einfach mal so als zweite Wahl. Wenn, und da müssen wir gleich nach dem Spieler gucken. Da war schwer, den als so gesehen Nummer 2 zu holen. Wäre halt Fati. So, hier haben wir Bailey. Nee. Ich brauche ja Ersatz. Smith Rowe. Martinelli hat noch linker Flügel. Er gefällt mir nicht so ganz. Hat jemand von euch hier was kläubert? Einfach sonst mal beobachten. Beobachtungen sind ja immer eigentlich so sonst interessant. Bundesliga dann nochmal eben. Okay. Ist die Frage, wo spielt Fatih? Das heißt, er war hier noch nicht. Stimmt. Ja, okay. Würde ich sagen, gehen wir mal mit der Zeit vor. Und wir bekommen eine Nachricht. Oh. Nee, ich habe gesagt, wenn, dann Deutschland. Tut mir leid, England. Danke für das Angebot, aber nein. Aber ein Angebot für Milos Veljkovic. Theoretisch 18 Millionen. Würde ich sagen, können wir doch mal versuchen. So, die Frage ist, wie hoch poker ich jetzt, ist die Frage. 15 ist die Summe, 16 ist sein Wert. Wie ist es mit 17,2? Na komm. 16,6. Komm schon. Ey Leute. 16,2. Komm schon, mein letztes Angebot. Okay. 2000 über den Marktwert. Er ist zwar nur 25, aber er hat jetzt halt auch die krasseste Stärke. Deswegen, bei Vogt würde es irgendwann das gleiche so sein. So. Saka ist verkauft. Hey, für den haben wir eine gute Summe bekommen. Muss man mal echt sagen. Ja. Einfach so random. Ja. Unsere Ziele sind gefährdet. Ach so, ja, genau. Die Marke. 14 Millionen bekommen wir. Für 18 Millionen so gesehen wechselt er. Bilbao. Nice one. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt eben bis zum Saisonende noch. Transfer Godfrey. Das klingt doch auch nochmal sehr, sehr interessant. Oh, im noblen Restaurant. Vertreter von West Ham. So. 12,5 und es ist eurer. Komm, ihr seid Engländer. 12. Komm, treffen wir uns in der Mitte. 12,25. Komm. Kommt schon, West Ham. Kommt schon, West Ham. Nice one. GG. Das ist doch eine schöne Summe für Godfrey. Markt ist 8. Kriegen wir 2,5 Millionen mehr. Hat sich ja auch enorm gesteigert. Und Transferangebot für Eggestein. Oh, von Lazio. Das wird interessant. Da sind wir. 18 stand beim Vorstand. Gucken wir nochmal bei 18,2.
15,1. 7,5. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. 16,8. Ganz genau 17 und es ist eurer. Komm, nur 200.000 mehr, komm. Ja, nice. 17 Millionen noch für Johannes Eggestein. Zwar nur 1 Million mehr als sein Wert, aber ich denke, damit können wir trotzdem vollkommen rechnen, weil es ist ja eben ein Transfer Plus. Und das ist halt das Gute. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch Angebote für Pavlenka. Ja, für Pavlenka, genau. Ferreira, komm, ich erwarte was von dir. Ja. Folge geht zwar jetzt länger, wie ich einen hatte. Godfrey ist verkauft. Vekovic ist verkauft. Das sind sehr, sehr schöne Transfersummen, die wir auf jeden Fall bekommen. Transferangebot für Henrys. Leute, jetzt geht Manchester United mit dem Angebot. Bei Henrys kann ich sagen, wird es jetzt kritisch. 14 Millionen haben die ja geboten und der Vorstand sagt bis 24 Millionen. Gucken wir doch mal. Gucken wir erstmal, ob die weiter verhandlungsfähig sind. Okay, aber die bieten halt noch was an. 21. Ich gehe halt noch wie nach unten natürlich. 21, let's go. Ist gut. Das ist eine gute Summe für einen Rechtsverteidiger. Für einen, der noch nicht mal so schnell ist, auch natürlich. So, Training. Komm schon, Ferreira. Ferreira, komm schon, wenigstens noch auf die 78 bitte in dieser Saison, bitte. Ich bitte dich. Ich bitte dich. So, und Henrys ist verkauft. Wir haben da auch Abschlussberichte. Eigentlich habe ich gesagt, Folge geht nicht so lange. Aber das ist halt jetzt hier so gesehen die Abschlussfolge. Ach ja. Und ich wollte ja auch noch darauf hinaus. Wie wird das in Zukunft jetzt hier aussehen? Ich gucke mir das hier alles an, während ich rede. Das Ding ist halt einfach, dass ich nicht mehr so die Lust habe, die Spiele zu spielen. Und es halt einfach cool ist, zum Beispiel eben die Spiele zu simulieren. Und deswegen habe ich mir Folgendes gedacht. Wir werden in Zukunft, da werden wir sowas wie eine Sprint to Glory machen. Das bedeutet, wir werden verpflichten, das alles machen wir selbst. Und, weiß nicht, ich glaube eher nicht. Habe ich nicht, okay. Und das bedeutet, wir werden halt die Spiele simulieren. So hinrundenmäßig und, jo, den füge ich einfach nur erstmal hinzu. Ja, und das so lange, bis wir die Champions League gewonnen haben. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann mal so sagen, Grüße gehen raus an Dennis Gaming. Der hat mich so ein bisschen dazu inspiriert, sowas hier zu machen, so karrieremäßig. Aber auch, wie heißt der, Leches? Ich weiß, ist bestimmt ein komischer Name jetzt so für euch. So, Leute, bei den Niederlanden, Niederlande ist meine zweite Heimat. Wisst ihr das? Bis wann müsst ihr wissen? Bis zum 27. August. Okay, Leute, ich behalte diese Nachricht. Sagt mir, ob ich es annehmen soll. Ohne Witz, sagt mir, ob ich es annehmen soll. Kann ich noch, warte. Ha, ich kann noch Training machen am letzten Tag. Ja. Ach, jawohl. 78 hat er noch erreicht, zum Glück. Sonst wäre ich sehr, sehr sauer gewesen auf dich, Ferreira. Das war's mit dieser Saison. Ich hoffe natürlich, euch hat diese Saison gefallen. Und wir sehen hier schon die ganzen Rückkehrer. Wir haben ja keinen Spieler ausgeliehen, deswegen. Das war die Saison. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es doch so ist, dann lasst einen Daumen nach oben da. Hier sehen wir noch unsere Leistung. Haben enormen Respekt vor ihnen und sie haben die Philosophie des Vereins wirklich verinnerlicht, sowohl auf als auch neben dem Rasen. Ich würde sagen, das ist doch ein guter Endspurt. Die Frage, ja oder nein, liebe Leute,
Werde ich tatsächlich Nationaltrainer? Was sagt ihr? Sollte ich vielleicht meinen Berater anrufen? Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Mal gucken. Nun gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und dann heißt es dritte Saison mit Bremen. Da werden wir es aber so machen, dass wir es noch selbst simulieren. Das heißt, wir werden wirklich nur die Spiele simulieren. Und so, ich sag mal, vielleicht dann ab der vierten ist es so, so lange, wir spielen so lange mit Bremen, bis wir die Champions League gewinnen. Und ihr habt es dann nur zu sagen, ich warte noch eben hier, bis das da unten mit dem Spielplan erstellt, fertig ist. Aber natürlich hoffe ich, wie gesagt, dass die Folge euch gefallen hat. Sehr, sehr gern könnt ihr Transfervorschläge machen. Für mich dauert sowieso, wenn dann ja die nächste Folge für euch rauskommt, das dauert ja auch für euch. Von dem Zeitpunkt an so gesehen, wo ich jetzt hier auch sitze und aufnehme an dem Tag. Für die Spieler Mai Linke, Origi, Silva und Mitrovic. Was hat Frankfurt bitte Starkes geleistet? Nun gut. Wir sind fast durch. Frage mich, wie lange noch? Ja. Und dann würde ich sagen, wählen wir nochmal eben hier das Turnier aus. 8, 9. Wählen wir natürlich das hier aus. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.